muss zugeben, ich würde einschüchtern nehmen. Ich weiß nicht warum. Also, einschüchtern ist drin, ne? Ey, Kumpel. Musst du mal ein paar Sachen verkaufen. Ich meine, so oder so müssen wir dir Sachen verkaufen. Also von daher passt es, dass wir jetzt hier eh noch einkaufen. Muss zugeben, aber so das eine oder das andere, ne, das hat schon was. Ring der Gier, Muskelkugel sicher, bla 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 bla. Trank der Klingen, ich bin kein Kämpfer. Trank davon, einschüchtern. Oh ja, jetzt können wir, aber jetzt können wir auch einschüchtern. Ne? Na, das haben wir gelernt. 5 Goldbrocken, das. Gib ihm. Boah, da haben wir aber richtig was eingenommen, würde ich sagen. Und wir sind jetzt natürlich nochmal besser unterwegs. Hey, Kumpel. Bitte tu mir nichts. Ich guck mich mal um. Aber hier kann ich nichts mitnehmen. Okay, er geht wieder zurück. Jafar, du musst locker bleiben. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Er muss wohl Lucia beklauen, zumindest dafür. Steck ja nichts ein! Was machst du da? Also, was genau meinst du? Woher hast du diesen Altar? Er stammt von der Schwertküste. Dort gibt es einige Höhlen, in denen die Eingeborenen solche Altäre errichtet haben. Ich habe ihn hierher mitgebracht, um die Magie der Wilden zu erforschen. Normalerweise hätten sich die Magier darum gekümmert, aber nachdem der Hohe Rat sie aus Caldera verbannt hat, kümmern wir Gelehrten uns um die Sache. Ganz schwierige Kiste, wie du die Leute hier bezeichnest. Warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Die Eingeborenen beten die Titanen als Götter an. Es ist möglich, dass sich in ihrem jahrtausendealten Wissen der Schlüssel für einen Sieg über die Titanen verbirgt. Gut, so schlecht wäre das wohl nicht. Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem die Eingeborenen Gedanken kontrollieren können. Na gut. Wahrscheinlich wenden die Titanenlords denselben Zauber an, um ihre Schergen zu kontrollieren. Wenn es mir gelingt, den Zauber zu verstehen, kann ich vielleicht eine Methode finden, ihn zu unterbinden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was brauchst du für deine Forschung? Ich bin immer an Zutaten für meine Experimente interessiert. Für eine entsprechende Summe Gold wäre ich auch bereit, einige meiner Sachen zu verkaufen. Warum auch nicht? Forschung ist eben teuer. Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Der Hohe Rat hat ihnen die Schuld an der Vernichtung des Alten Reiches gegeben. Inquisitor Mendoza und seine Männer haben auf Faranga den Titanenlord Ursegor befreit. Genau jener Ursegor, der jetzt im Kampf gegen Ismael den Norden verwüstet. Die Magier hätten das verhindern müssen, sagt jedenfalls Maurigato. Die Mehrheit im Hohen Rat ist dem gefolgt. Ist ein bisschen schwierig, muss ich gerade was trinken, sorry. Ist natürlich blöd, wenn der Befreier genau vor dir steht und es eigentlich notwendig war, um Mendoza überhaupt aufzuhalten. Gut, wir haben jetzt natürlich was Schlimmeres erzeugt, aber gut. Von Voodoo habe ich keinen blassen Schimmer. Kein Wunder. Die Wilden geben Fremden ihre Geheimnisse nicht preis. Ich habe größte Schwierigkeiten, an Informationen zu gelangen. Nach unzähligen Experimenten ist es mir bisher nur gelungen, ein paar Tränke herzustellen. Schwierig. Warte mal. Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Tränke. Machen wir nicht, brauchen wir nicht. Zeig mir deine Sachen. Okay, das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich hatte gerade Sorge. Totenkult, Ritual, Hiebwaffen, Trank des Diebes. Vielleicht nochmal. Wobei, brauchen wir gar nicht mehr. Schädelamulett, Fluchsteinjäger, Ritual, Zepter der Angst. Also,
Interessiert mich nicht. Interessiert mich alles nicht. Okay, dann gehen wir zum Maurigato langsam, ne? Es sei denn, unsere Freundin hier haben wir gequatscht. Bitte tu mir nichts. Ich hatte Garcia mal in der Stadt. Ja, er hat ein Zimmer bei uns gemietet. Doch dann ist der urplötzlich abgereist. Hm. Er hat nicht mal seinen Zimmerschlüssel abgegeben, könnt ihr euch das vorstellen? Oh, schwierige Kiste. Wer wohnt im Hotel? Ich habe den Schneidermeister Pantaleo aufgenommen. Er versucht hier seiner Arbeit nachzugehen. Außerdem ist noch die Silva zu Gast. Ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht stört ihr ihn besser nicht. Mhm. Gut, also das bedeutet jetzt konsequent. Wir haben hier... Verzeiht mir, ich kam nicht umhin mitzukriegen, dass ihr euch nach Garcia erkundigt habt. Ja klar. Und wer bist du? Das ist selbstverständlich unwichtig. Viel wichtiger ist, wer mein Herr ist. Wer ist dein Herr? Der Händler Azzurro. Er würde euch gerne zu einem Gespräch in sein Haus bitten. Ja. Was will er von mir? Selbstverständlich wird er das mit euch alleine besprechen wollen. Mhm. Ist das eine Falle? Selbstverständlich nicht. Wenn das eine Falle ist, stirbst du zuerst. Ich versichere euch, mein Herr hegt keinerlei Absichten dieser Art. Na dann hopp. Sehr wohl. Folgt mir bitte. Der feine Herr. Wie er langsam läuft. Ohohoho. Na komm. Können wir uns nicht ein bisschen schneller fortbewegen? Übrigens, wir brauchen ja neue Rekruten hier, ne? Finden wir die hier auf der Straße oder wie ist das? Wir quatschen dann mal mit den Bürgern und so. Vielleicht bekommen wir ja ein bisschen Kohle dafür. Ein wunderschönes Haus, würde ich sagen. Na. Was sagst du? Ja, ich laufe dir hinterher. Alles gut. Mein Herr erwartet euch oben. Die Treppe hinauf auf der linken Seite. Okay. Ja, da laufen wir selbstverständlich hin. Ich liebe diese... Ah, ihr seid da. Ich dachte, das wäre eine magische Barriere. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Du willst mit mir reden? Wie ich hörte, interessiert ihr euch für Garcia. Und wenn es so wäre? Nun, dann ist euch bestimmt bekannt, dass Maurigato ihm Zugang zum Hohen Rat verschafft hat. Und dass Garcia dort ein Friedensangebot unterbreitet hat. Was hast du damit zu schaffen? Garcia ist eure Angelegenheit. Mich interessiert nur Maurigato. Mhm. Aber das hat sich gelohnt. Danke. Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Ich möchte euch ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Ich höre. Ich kann euch behilflich sein, im Hohen Rat vorgelassen zu werden. Was zweifelsohne nötig sein wird, wenn ihr mehr über Garcia in Erfahrung bringen wollt. Im Gegenzug werdet ihr etwas für mich im Hohen Rat erledigen. Ja? Was genau soll ich erledigen? Maurigato ist nicht der Ehrenmann, für den er sich ausgibt. Seine Geschäftsmethoden sind fragwürdig und undurchsichtig. Doch er sitzt im Hohen Rat. Ohne einen Beweis für seine Machenschaften kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Wie kannst du mich in den Rat bringen? Die Einzelheiten werde ich euch offenbaren, wenn wir im Geschäft sind. Mhm. Einverstanden. Wie komme ich in den Hohen Rat? Es freut mich, dass ihr meinem Wunsch entspricht. Da ihr nicht selbst ein Mitglied des Hohen Rates seid, werdet ihr als Gesandter dort auftreten. Sein Gesandter. Als Bote von Maurigato wird man euch Einlass gewähren. Ich sehe nicht aus wie ein Bote. Die Wache hat Order, jeden einzulassen, der ein besiegeltes Schreiben vorweisen kann. Und ja, angemessene Kleidung wird vorteilhaft sein. Angemessene Kleidung? Sucht den Schneider Pantaleo auf und verlangt nach einem entsprechenden Rock. Er wird euch etwas anfertigen. Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Das ist der schwierigere Teil. Hierbei werden wir zusammenarbeiten. Ich setze euch ein entsprechendes Schreiben auf und ihr besorgt das Siegel von Maurigato. Ich soll es ihm klauen. Nun, wie ihr euch das Siegel beschafft, geht mich nichts an. Wobei es unabdingbar sein wird, die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Aber als Pirat, der ihr seid, seid ihr das ja gewohnt. Wo hat er sein Siegel?
Er bewahrt es in seinem Haus auf. Detailliertere Informationen sind mir nicht geläufig. Kommen wir easy. Im Haus also. Sobald es in eurem Besitz ist, sucht mich auf. Dann besiegele ich das Schreiben und ihr steht schon mit einem Fuß im Hohen Rat. Sehr gut. Das ist eine schöne Truhe hier. Passt nur auf, dass sie nicht geklaut wird. Also, ja. Was haben wir denn hier? Nein, die drei. Die drei, die zwei. Den hier passt. Sehr gut geöffnet. 40 Gold hat sich ja echt gelohnt, Allah. Jaffer guckt mich an. Der kleine Dieb. Dürfen wir hier rein? Ach, verdammt. Aber hier ist eine Kiste. Also besser, du fasst hier nichts an. Elisa hat eine Kiste hier. Du hast hier nichts zu suchen. I kiss the girl. Okay, dann, wir müssen überhaupt noch mit Maurigato schnacken. Also hör mal zu. Die Inquisition braucht dich. Bist du verrückt? Ich bin froh, dass ich noch lebe. Da kann ich mir ja gleich eine Kugel ins Bein jagen. Ich kann dir dabei helfen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Vor uns sind noch zwei. Ich habe mir lange genug den Buckel krumm gemacht. Melde dich für die Inquisition. Wieso wirbt ein Kerl wie du für die Inquisition? Ich war auch mal dabei. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Das sagt alles. Hey, Moment. Zugegeben, ich bin kein Vorbild. Aber ich habe mir jahrelang den Arsch für die Inquisition aufgerissen. Ehrlich. Ich habe gekämpft. Und du? Willst du damit sagen, dass ich feige bin? Ja. Bist du's denn? Nein, natürlich nicht. Was ist es dann? So habe ich das doch gar nicht... Na schön. Weißt du was? Ich melde mich. Ja, ich werde mich melden. Und kämpfen. Guter Mann. Du bist der Richtige für die Inquisition. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht melden soll. Warum zögerst du? Ich weiß nicht. Also irgendwie... Sieh dich mal um. Lauf mal durch die Stadt und schau dir die Leute an. Die verlassen sich auf die Inquisition. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass sie alle gerettet werden. Ja, du hast recht. Ja, ich melde mich. Name? Marco Anton... die Namen. Übrigens, ihmchen hier, ich rede nur mit der Dame. Nein, im Moment ist es schlecht. Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Die Inquisition braucht dich. Ich soll kämpfen? Bist du verrückt? Hast du gesehen, wie groß die Viecher sind? Keine Sorge, du wirst gut ausgebildet. Um gegen solche Viecher zu kämpfen? Vergiss es. Angsthase. Wir haben Ihmchen hier noch. Schließ dich der Inquisition an. Ah, Lopez hat einen neuen Werber gefunden. Hör zu, du musst hier keine Nummer abziehen. Das ganze Geschwätz von wegen Rettung der Menschheit, das kenne ich schon. Und was ist mit den Vorteilen für dich? Kennst du die auch schon? Vorteile? Es gibt regelmäßig Sold. Und was soll ich damit anfangen, wenn sie mich in den Dschungel schicken, wo es keine Kneipen gibt? Es gibt gute Verpflegung. Verpflegung? Es gibt nur dünne Suppe. Du bekommst eine Muskete. Ach, hör doch auf. Musketen gibt's nur für die Protektoren. Die Rekruten kämpfen nur mit dem Säbel. Das stimmt nicht. Jeder Rekrut wird an der Muskete ausgebildet. Und zwar an der eigenen. Wirklich? Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Lopez. Gut. Ich spreche mal mit ihm. Guter Mann. So, dann haben wir das auch. Dann reden wir jetzt hier mit Pantelo nochmal. Ich brauche Botenkleidung. Ach so, ihr habt eine Anstellung gefunden. Nun, dann braucht ihr einen Rock. Also bei der Gelegenheit können wir auch über euer Schuhwerk reden. Nur den Rock. Ich habe noch einen in eurer Größe. Ein paar Änderungen hier und da und... ja, mach. Ich nehme die Botenkleidung. Dann probiert sie doch gleich mal an. Lucky, Lucky. Ja, ich sehe schon. Es spannt etwas über der Brust. Ach, ihr seid kräftig gebaut.
Das wird nicht lange dauern. Mhm. So, das sollte gehen. Super, dankeschön. Hat der Kleine mich gerade ausgelacht? Jetzt haben wir aber ausschließlich Botenkleidung, oder? Ne, schwarze Hose, gut. Okay, gut. Ist nur der Rock. Silberzunge 10. Hey. Glaubt man, da wird aber richtig rund gehen, Hammer. Also. Ich wollte mich melden. Sehr schön. Name? El Fidelo. Gut. Kannst du eine Muskete halten, El Fidelo? Nun, ich... Wird schon, keine Sorge. Unterschreib das. Gut, fürs Erste kannst du wieder gehen. Ich hol dich, wenn es soweit ist. So, Name? André, ist es wahr, dass ich hier eine Muskete bekomme? Der Mann weiß, was er will. Ich schreibe dich direkt mal beim Scharfschützentraining ein. Das war's fürs Erste. Du hörst dann von uns. Guter Mann. Marco Antonio Pavaretti di Venga. Aber was? Ach, vergiss es. Marco ist gut. Nein, nein, es heißt... Ja, ich hab's kapiert. Kannst du was Besonderes, Marco? Nun, ich hatte früher einen Hauslehrer. Meine Eltern meinten, ich sollte eine Ausbildung... Ja, hab's kapiert. Ich trag dich mal unter Standard ein. Guter Mann. Du kannst jetzt gehen. Wir sagen dir Bescheid, wenn's losgeht. Du hast deine Rekruten. Die Formalitäten sind zwar noch nicht erledigt, aber na gut. Hier ist deine Prämie. So, danke. Wer ist der Nächste? Dieser, hast du Soldaten dabei. Jetzt haben wir drei Leute dabei, die kämpfen können. Ja, bitte? Ich will zum Origato. Wen darf ich melden? Ich finde den Weg schon alleine. Natürlich. Die Treppe hinauf, das offene Zimmer. Dreht ihr gleich sonst wohin, Kollege? Das offene Zimmer, das ist diesmal rechts, Allah. Origato? Ja? Was gibt's? Ich bin wegen Garcia hier. Ja? Und? Wo? Ich glaube nicht, dass dich das etwas angeht, Bursche. Er kam in staatlichen Angelegenheiten. Davon verstehst du nichts. Und jetzt stör mich nicht weiter. Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Okay. Deswegen brauchen wir den Stempel. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ich hoffe, das Gespräch verlief zu eurer Zufriedenheit. Nette Ausbeute. Arsch. Da. Ist so eine Wache unterwegs. Hey, guck mal um, was es hier gibt. Okay, hier ist was. Was ist das? Vielmehr galt der Häuptling Pagar Budu als grausamer Eroberer. Man sagt, er sammelte die Köpfe seiner Feinde auf dem Ritualplatz seines eigenen Dorfes. Seinem eigenen Schädel spricht man große magische Macht zu. Die Marakai bewahren ihn nun schon seit mehreren Generationen. Die Kamera. Ah, ja. Gott, oh Gott. Guten Tag. Das riecht ja lecker. Oh, das ist nur eine kräftige Suppe. Nichts Besonderes. Damit der würde mich sehen, ne? Nein. Eieiei. So, jetzt haben wir's. Meine Güte. Die Schlösser knacken hier. Mach hier keine Dummheiten. Och, bis gleich. So, dann bin ich wieder. Eieiei. Ach, machen wir mal das Ding auf, ja? Sonst keiner. Speichern nochmal. Also dieses Spiel, ey, ne? Gehen die Dinger gleich auf? Ja, die gehen gleich auf. Sehr gut, gut zu wissen. Kann man sich dann merken. Ja, also, ich habe keine Ahnung, warum es so ist, wie es ist. Wir haben ja da drinnen nur einen Schlüssel gesehen und eine Truhe. Haben wir eine Kiste? Ein bisschen, was haben wir hier? Sesam, öffne dir. Ich schätze mal, das, was wir suchen, haben wir unten in dem Räumchen.